Jeder. Grüß wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute Nordbeholm 2.0 zusammen mit Tino und Randy. Und den traurigen Früh. Ich bin nicht traurig. Ging das jetzt zu weit? Was? Du gehst mir zu weit. Nee. Das sag ich auch immer. Nö. Ich geh gar nicht weit. Also meine täglichen Kilometer, die ich ablege. Ja, richtig. Nö, also alles. Wenn einer nicht weit geht, dann ist es Rennen. Richtig. Ne, das ist Fakt, das kannst du nicht abstreiten. Ja. Aber mal zu was anderem. Ich versuche das mal mehr oder weniger im Allgemeinen so zu halten, weil ich habe leider vergessen nachzufragen, was ich darüber erzählen darf und was nicht. Herr von und zu Metalord. Da gibt es ein paar neue Aktivitäten. Metalord, genau. Da gibt es ein paar neue Aktivitäten. Der letzte, was wir ja angesprochen haben, ist, dass er da auf seinen Trainingsbike da abspecken tut mit seiner Müllermilch, 30% Fett-Sportermilch da. Ja. Und mir wurde jetzt mitgeteilt, er hatte wieder Besuch bekommen. Und, von wem denn? Ich glaube, entweder vom BKA oder vom LKA. Oh nee, warum? Ist egal. Polizei, ne? Polizei halt, ja. Und die sind jetzt mittlerweile das dritte Mal bei denen einmarschiert und haben mal wieder ein paar Datenträger beschlagnahmt. Vielleicht macht er guten Kaffee. Da kommen die Jungs gerne vorbei, habe ich gehört. Jakobs Grünung. Nur mit echtem Metal-Geschmack. Ja, und da sind sie bei denen das dritte Mal einmarschiert und haben wieder mal ein paar Datenträger beschlagnahmt und immer noch in der gleichen, also das eine war ja öffentlich, immer noch mit der scheinbar wieder mit den gleichen Anschuldigungen wie bei der ersten Räumung damals. Doch, ich glaube, der kann es scheinbar nicht sein lassen. Ja, ist der Typ. Da habe ich jetzt mal eine Frage. Ja. Das erste Mal. Das ist bekannt geworden. Da sind die bei denen eingeritten, haben halt Laptop und alles beschlagnahmt. Da ging es einmal, ich glaube, um Hehlerei, weil den hat ja irgendjemand scheinbar einen Laptop. Hehlerei? Laptop geschenkt irgendwie, der war aus Kreditkartenbetrug oder irgendwie sowas. Also. Den wollte der nicht wieder hergeben. Und während dieser ganzen Beschlagnahmung haben die bei denen halt diverse Bildchen und Videos gefunden aus dem Bereich Zoopädagogie, also Liebe zu Tieren. Keine Ahnung, wie das Fachwort dafür wäre. Was? Also es gibt Menschen, die können sich vorstellen, mit Tieren Liebe zu machen. Und da gibt es einen Brach irgendwie Zoopologie oder irgendwie sowas, keiner. Ja, da ist das halt noch mit aufgekommen. Dann halt Verdacht auf Pädophilie, dass da noch irgendwas da war. Und noch irgendwas. Also ich glaube, Sex mit Tieren, Sex mit Kindern und Sex mit Gegenständen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Alles ohne Gewehr, aber irgendwie da die Fachbegriffe. Ja, gut, aber das Staubsauger habe ich auch schon aufgemacht. Ja, ja. Aber das ist ja egal. Und das ist ja damals halt, wie gesagt, da öffentlich rausgekommen. Was dazu entstanden ist, keine Ahnung. Und dann sind die ja noch einmal eingeritten und jetzt sind sie mittlerweile das dritte Mal eingeritten. Ich habe dann die zuständige Person, die mir das gesagt hat, die mir auch glaubwürdig nachweisen konnte, dass sie weiß, von was sie da redet. Aber sie konnte mir halt auch nicht allzu viel sagen. Auf meine Frage hinweg, warum sie ihn nicht einsperren, nur endlich mal, so bekloppt wie der ist. Naja, der Junge ist halt behindert. Und das auch amtlich. Deswegen sei das wohl nicht so einfach. Der ist behindert? Er ist behindert und hat dementsprechend da auch ein amtliches Attest, in Anführungsstrichen, dafür, dass er Behindertenausweis, so auf Deutsch, um es kurz zu sagen. Und das macht die ganze Sache wohl für die Justiz immer einiges schwieriger. Was ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen kann. Aber, weil nur weil man behindert ist, ist das nicht, dass man dann Freiheit hat. Nein. Aber er darf überall parken. Ja, genau. Dann dürftest du ja auch überall parken, weil du müsstest ja Schwerbehindertenausweis zur Stufe 8 haben. Krass. Können wir vorspulen oder irgendwas, weil es alles angesät, plus alles gedüngt. Nee, bitte nicht. Wir können noch Stroh zu den Kühen bringen, damit er mal 100% wird. Ja, dann fahrt mal noch ein bisschen Stroh zu den Kühen und ich mache hier fix mein Gras fertig. Aber auf jeden Fall auf den Metalord trischt momentan sehr viel ein. Ich meine, er hat eine Anzeige am Hals wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Da bin ich auch mal gespannt, was da rauskommt. Was hat er denn da gemacht?
Das hat ja damals Wellen geschlagen, das stand ja sogar in der Zeitung. Da waren ein paar Metal-Freunde unterwegs in Emskirchen da. Und haben halt, wir haben keinen Stroh, alles klar, und haben halt den Wanderpfad des Drachens halt besucht. Ne? Also Emskirchen ist ja, wie gesagt, so alte, da war mal eine Burg und so. Und da gibt's halt so einen Pfad, wo halt viele Leute einfach, die halt Fan von ihnen sind oder halt, was? Ja, ich komme mal her. Ja. Ah ja, okay. Und ja, da gibt's halt so Pilgerstädte, so auf Deutsch übersetzt, ne? Die laufen da halt ein bisschen so am Emskirchen an die Dinger rum und das Endziel ist dann halt die Bude von denen, so auf Deutsch übersetzt, wo du mal einen Blick drauf werfen kannst. Und ist halt wirklich so, ne? Drachenlord-Bude. Ja, und das waren halt wieder welche, die das wo gemacht haben und sind dann schlussendlich mit dem Auto an seiner Wohnung, also an der Straße, wo sein Haus vorbeigefahren. Und das hat der wo irgendwo mitgekriegt, hat sich dann in ein Gebüsch irgendwo versteckt, das war schon relativ spät, und hat dann mit einem Holzknüppel oder irgendwas, hat er halt aufgelauert. Und wo die dann dran vorbeigefahren sind, ist er halt aufs Auto zugerannt und hat halt mit diesem Knüppel oder Stahl, keine Ahnung was es war, die Beifahrerscheibe eingeschlagen und hat dessen halt den Beifahrer am Hals verletzt und halt einen Sachschaden an dem Fahrzeug verursacht, wurde dann die Polizei gerufen und so weiter und so fort, stand wie gesagt auch in Emskirchen in diesem allgemeinen Anzeiger, diesem Polizeibericht da, da ist wohl ein Sachschaden von 300 Euro entstanden, der Beifahrer wurde halt verletzt durch die Glassplitter. Und war halt Anzeige wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Okay. Ja. Und da hat sich natürlich der Metal Lord dazu auch geäußert. Und er hat dann gesagt, man soll nicht alles glauben, was in der Zeitung steht. Und seit wann, und die Zeitung lügt ja eh nur. Und seit wann glaubt man denn der Zeitung und wie dumm doch alle sind. Also, wie dumm man da sein kann, dass man sowas glaubt, was der Polizeianzeiger da schreibt. Aber weißt du, was ich jetzt glaube? Ne. Der wirklich behindert ist. Ja. Ist er. Aber meine Frage, um darauf zurückzukommen, ist ja nicht lustig, ne? Wegen behindert und so. Nee. Aber was hat er denn für eine Behinderung? Also bei ihm finde ich das schon lustig. Weil ich glaube, das ist für mich der größte. Das weiß ich nicht, aber wenn man mutmaßen will, irgendwas Geistiges. Weil körperlich wird es nicht sein, außer dass er ein bisschen dicker ist, aber das ist keine Behinderung. Ich würde mal einfach sagen, der hat es im Geist ausgesetzt. Und das ist ganz heftig. Das Problem ist ja, das wäre ja an sich auch alles kein Problem. Aber da sage ich mir immer wieder, dann zerrt diesen Mann aus dem Internet raus. Der hat im Internet nichts. Naja, der hat doch im Internet nichts zu suchen. Was weiß ich, ist das Schizophrenie oder sonst was? Der macht sich ja im Internet, hat er ja nur eine Angriffsfläche nach der anderen. Und das ging ja damals, wo der mit YouTube angefangen hat, war das ja noch nicht so schlimm. Erst wo er wirklich gesagt hat, das ist meine Adresse, komm vorbei, schau ich auf die Schnauze. Seitdem ging das ja erst so richtig los. Und der hat seine Adresse selbst geleakt? Ja, das war damals, das Video Metal, Leute. Ja, meine Schwester hat eine Computerstimme angerufen. Ja, ich habe keine Angst vor euch, scheiß Kacknazis. Kommt vorbei, da und da, hier in Emskirchen. Ich schau euch sowas von die Prügel raus. Ja, und so ging das damals da los. Dann ist seine Adresse öffentlich geworden. Da wurden seine Zeugnisse geleakt, seine Sozialversicherungskarte, seine EC-Karten, alles. Alter, was ist da los? Ja, wenn du da an die falschen Leute gerätst. Also es ist ja extrem. Ja. Ist immer wieder was. Es wird immer wieder auf seinen Namen, also auf seine Adresse, irgendwas im Internet bestellt. Mit Nachname oder so. Täglich. Wie gesagt, Sozialversicherungskarte geleakt. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so dramatisch ist. Keine Ahnung. Aber halt auch seine EC-Karte, die ist zwar mittlerweile abgelaufen, aber da kassiert halt auch wirklich ein Bild Vorder- und Rückseite von seiner EC-Karte. Alles im Internet. Okay. Ja. Was? Und da hätte man schon längst einen Stecker ziehen müssen und sagen, gut, jetzt ist Feierabend. Aber es macht keiner was, es fühlt sich dafür scheinbar keiner zuständig, keine Ahnung. Naja, wer soll auch zuständig sein? Was willst du denn dagegen machen? Ja gut, der Typ ist ein erwachsener Mann, das ist wohl wahr, aber das ist halt immer so die Sache, muss halt immer erst was passieren, bis irgendwas einschreitet. Ja, aber was meinst du, was soll denn so eine Polizei oder wer auch immer... Ja, die Polizei kann da nichts machen, die kann dir nicht schlecht sagen, wir nehmen sie jetzt mit, ab in die Klaps und fertig aus. Wahrscheinlich nur per richterlichen Beschluss halt. Wahrscheinlich, und dann wird das wahrscheinlich noch größere Wellen schlagen, wenn sie irgendwie einen Behinderten, sage ich mal, den Internetzugang verweigern. Da hast du doch direkt wieder die... Nein, warte mal, wenn er nicht klarkommt irgendwie und so, dann gehört er einfach therapiert, ne? Und das heißt, irgendwo eingewiesen. Muss ja dann der Betreuer entscheiden, also theoretisch müsste er ja dann auch einen Betreuer haben und der müsste ja dann quasi entscheiden, ob er
auf die Menschheit noch losgelassen werden kann oder eben nicht. Das ist halt fraglich. Und neben, ach siehst du, neben der Polizei, die bei dir einmarschiert ist, war dann auch die Steuerbehörde Ortlander mit dabei. Ach so, machen sie da einen Abwischer. Machen sie einen Abwischer. Okay, nice. Weil es ist ja, also Fakt ist, das kann man nicht abstreiten, er verdient mit das, was er macht, Geld. Und zwar nicht auf YouTube, dafür zwar auch, ne, mit seinen Klicks und alles, aber er macht, die meiste Kohle, die er macht, ist auf YouNow. Ne, durch diese Bars, die du da spenden kannst. Und das ist auch nicht wenig. Und da kommt, denke ich mal, im Monat auch schon dreistellig zusammen. Und ich glaube nicht, dass er was von Finanzamt und Versteuern kennt. Ich möchte ihn das jetzt nicht unterstellen, aber glauben tue ich es nicht. Ja, wie gesagt, da kann man halt, sind nur Spekulationen, also. Aber auf jeden Fall, Steuerbehörde war halt auch mit dabei. Und das ist dann immer so eine Sache, da versteht ja Väterchenstadt keinen Spaß mehr. Nee, das, nee, das sollte man auch machen, also das bringt ja nichts, das ist ja Quatsch. Deswegen, also man kann gespannt sein, wie es darum weitergeht, aber das ist, keine Ahnung, wir sind mittlerweile in der 8. oder 9. Staffel, so wie das die Hater das so schön sagen, ne, die machen da immer so Staffeln und irgendwann gibt es ein Staffelfinale, wenn er mal komplett ausrastet, dann geht eine neue Staffel los, wir sind mittlerweile, glaube ich, in der 8. oder 9. Staffel, das sieht sich schon... Das ist ja wie Game of Thrones hier, Alter. Ja, ja, und das kann gespannt sein, wie lange das noch geht, beziehungsweise wie lange das noch gut geht. Krass. Echt krass, muss man sagen, also das ist... Das sind schon harte News. Staffelfinale, ja. Zum Beispiel ein Staffelfinale war das mit der Erdbeerchen damals. Ne, mit diesem Heiratsantrag und sowas, wo es dann richtig geknallt hat, das war das Staffelfinale. Ich finde das krass, das wird bestimmt, der wird verfilmt, ey, das wirst du sehen. Naja. Das wundert mich sowieso, dass du hier Konstantin-Film oder RTL oder Co. oder hier, was weiß ich, wie die da, diese Studios, die da hier die RTL-Sendung produzieren, dass da noch keiner auf den aufmerksam geworden ist. Ja, das kannst du dir nicht leisten. Hm. Kann man sich selbst als RTL nicht leisten, wahrscheinlich so eine Zeit. Da sagt selbst RTL nein. Das dürfen es nicht, whatever, das kann nicht so sein. Weil ich glaube, so viel Skrupel haben die nicht. RTL? Inneres Wort gar nicht. Wenn du dir die Dinger so anguckst, wo Böhmermann die damals so schön gebumst hat und den er hier bei Schwiegertochter gesucht, da hier sie so in reingeschlichen hat, der RDL eigentlich noch von vorne bis hinten verarscht hat und alles so, das hieß der eigentlich das schon. Das war geil. Das war geil, ja. Trinken Sie Bier? Ja, 8 Flaschen am Tag. Sind Sie also Alkoholiker? Kollegin? 1 bis 8 Bier am Tag? Nein, kein Alkoholiker. Okay. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ja, da wurden sie mal wieder richtig gedingst. Was? Ja. Die gehen da ohne Skrupel vor. Die wollen halt ihre Kronen. Die speisen die Leute mit 100 oder 200 Euro ab. Weißt du? Hast du mal gehört, was die zu den Verträgen da sagen, die da drauf geschwatzt kriegen? Was da erzählt wurde mit den Verträgen? Dass das ein Standardvertrag ist? Nee, das ist kein Standardvertrag. Du, zum Beispiel bei Frauentausch, wenn du dort mitmachst und du unterschreibst den Dingen, gibst du fast deine kompletten menschlichen Rechte ab. Ach so, ja, das stimmt, das ist so in diesem... Das geht nicht, das gibt's nicht. Also prinzipiell kann man ja in einem Vertrag alles schreiben, was man möchte, ne? Das muss halt nur rechtlich... Natürlich kann man sich das auch unterschreiben lassen. Die Frage ist, hat es Bestand vor Gericht? Also ist dieser Vertrag gültig? Weil es gibt ja tonnenweise auch ungültige Verträge. Ja, sicher. Also, das ist schon klar. Und da ist ja echt, ich meine, gut, RTL arbeitet ja mit Sicherheit auch mit ihren eigenen Anwälten und bla bla bla. Aber ist schwierig. Also, sowas sehe ich. Also, dass du hier deine Menschenrechte abgibst, das geht nicht. Das ist unmöglich. Also, ja, gut, das ist hier so ein bisschen übertrieben. Aber die sichern sich auf jeden Fall die Rechte für Merchandise. Die nehmen sich das Recht, einfach deine Stimme rauszuschneiden und halt eine andere drüber zu legen oder das für irgendwas anderes, also so zu cutten, wie die es wollen, dass die Rechte nehmen diese Stimmen entsprechend, ja. Habt ihr das mal mitgekriegt bei Frauentausch mit den, da war mal eine Familie, die hat so PC gespielt, die ganze Familie. WoW, ja, ja, das hab ich gesehen, die, ja. Die hießen, glaube ich, die Holländer oder ich weiß nicht, wie die hießen, keine Ahnung. Und die haben da wohl RTL ist hingegangen und hat diese Familie richtig runtergemacht. Also
schlimmer als es eigentlich gewesen ist. Haben wohl Müll in den Ecken geschmissen. Mhm. Dann hat der Vater wohl gesagt, ey, was soll denn das? Dann haben sie die Leute vor die Tür gesetzt dürfen, während des ganzen Aufnahmetermin nicht in die Wohnung rein und so gedönt. Und haben das dann die Wohnung so umgestaltet, wie die das wollten. Die konnten nichts machen. Ja, das hatte ich gesehen. Ja, Aschenbecher auf der Tastatur ausgekippt und alles. Genau, ja. Das ist ja richtig assi aussieht. Ja, ein RTL oder beziehungsweise diese Brainpool gehört, glaube ich, da dazu, die das da produzieren. Ja, die sichern sich in den Verträgen natürlich da auch ab, in denen sie sagen, ja gut, nicht Einhaltung, 10.000 Euro Strafe. Ne? Und damit setzen die halt die Leute auch unter Druck. Genau. Obwohl du da eigentlich vor Gericht dementsprechend dagegen halten kannst. Ne? Also, aber die suchen sich ja solche Klientel aus, die halt nicht über dieses Wissen verfügen. Ja, das ist der Trick dabei. Naja, aber wir sind fertig. Ja, gut, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schaut bei den anderen zwei vorbei und wir sehen uns übermorgen wieder. Tschüss. Tschüss.